Offener Judenhass in deutschen Städten. Mitten in der Hauptstadt wird am Nachmittag eine Hetzdemo mit 3500 Teilnehmern von der Polizei wegen mangelnder Corona-Abstände aufgelöst. Doch tausende Menschen bleiben auf den Straßen, bewerfen die Polizei mit Steinen und Flaschen und fordern auf Arabisch, Tel Aviv zu bombardieren. Wir mussten einen Schritt zur Seite gehen, weil gerade wurden wir angegriffen, es wurde gegen unsere Kamera geschlagen, wir wurden als scheiß Juden beleidigt. Außerdem wurde Frauenmörder Israel bombardieren gerufen, also purer Antisemitismus und Anti-Israel-Haltung. Während auf Israel seit 5 Tagen die Bomben fliegen, mobilisieren in ganz Deutschland Israel-Hasser. Mehr als 25 Hassdemos sind am Samstag angekündigt. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen. Das ist immer das Problem. Die versuchen hier ihre Meinung durchzusetzen. Und deswegen, ich bin jetzt hier auch umringt von Demonstranten. Es sind jetzt gut über 1000 pro-palästinensische Demonstranten der einen Seite der Hauptwache. Und wenn ich mich mal kurz drehe, dann seht ihr hinter mir die Gegendemonstration, die pro-israelische, gegen Antisemitismus gerichtete Demonstration. Ich vermute, dass einfach die Polizei nicht genügend Kräfte hier vor Ort hat, um so einer Menge Herr zu werden. Wie wir vorhin gesehen haben, die Leute waren ja auch gewaltbereit. In Berlin nimmt die Polizei immer wieder Teilnehmer der Demonstrationen fest, unter massivem Widerstand. Mit Pfefferspray müssen die Beamten sich verteidigen und durch die Menge kämpfen. Und noch ist der Einsatz nicht vorbei. Noch immer sind Israel-Hasser auf unseren Straßen unterwegs.